Vertrauen Sie mir. Ich weiß, was ich mache. Nein! Wer sind Sie denn? Stehen bleiben, Rotkäppchen! Seit 12 Stunden wird nun die Tochter des Bürgermeisters als vermisst gemeldet. Die Polizei nimmt an, dass sie gekidnappt worden ist oder dass es ihr gelungen ist, sich vor ihren Eltern gut zu verstecken. Die Entführung muss offenbar im Hause des Bürgermeisters... Das wurde aber auch Zeit, Chef. Herr Bürgermeister, einer unserer Streifenwagen hat das in einer Telefonzelle gefunden. Ein anonymer Anrufer hat uns einen Tipp gegeben. Wir haben Ihre Tochter. Blechen Sie $1 Million oder wir bringen Sie um. Einzelheiten später. Schönen Tag noch. Ach, übrigens, Ihrem Sicherheitsbeamten, dem armen Kerl, geht's gar nicht gut. Oh, das tut mir aber leid. Hoffentlich kommt er wieder auf die Beine. Wir sind hier am Tatort des Überfalls auf ein Delikatessengeschäft, der durch den Mann neben mir, Inspektor Sledgehammer, vereitelt wurde. Inspektor Hammer, erzählen Sie uns, wie es sich abgespielt hat. Unmiss, ich war gerade im Laden, als die beiden Ganoven reinkamen und den Besitzer mit Schrotflinten bedrohten. Ich zog meine Magnum und klärte den Fall ein für allemal. Dann kaufte ich ein paar Eier, eine Tüte Buttermilch, ein paar von diesen, wie heißen die denn, Cocktailwürstchen. Inspektor Hammer, war das, was Sie in dem Geschäft taten, absolut notwendig? Ich machte gerade eine Nulldiät und hatte nichts mehr zu Hause. Dieser Sledgehammer, wer ist denn das? Eine Landplage. Er schießt auf Passanten, die Kaugummis ausspucken. Nach dem Theater im Delikatessengeschäft habe ich ihn suspendiert. Er darf nicht mehr aus der Wohnung raus. Heben Sie die Suspendierung auf und geben Sie ihm den Fall. Aber Bürgermeister, Gerüchten zufolge soll dieser Mann mit seinem Revolver sprechen. So als sei er ein Mensch. Ich hatte nicht die Absicht, mit Ihnen zu diskutieren. Das war ein Befehl. Ich will Sledgehammer. Ich eile, Sir. Ja, hallo. Einen Moment bitte. Hey, ihr freundlichen Mitmenschen, nehmt doch bitte einmal Rücksicht und seid leiser. Ich möchte mal telefonieren. Es gibt eine Hausordnung und die gilt für alle. Mitmenschen gibt es. So, jetzt bin ich wieder da. Natürlich, Sir. Ich bin schon unterwegs. Hast du das gehört? Die Suspendierung ist aufgehoben. Ich sag's ja, Klasse setzt sich eben immer durch. Und ich bin Klasse. Nicht, dass du dich erkältest in dem Zug. Ah, Sledgehammer. Wie ich heiße, weiß ich. Was ist hier los? Da hockt ein ausgeflippter Scharfschütze auf dem Dach. Der hat was gegen Telefonzellen. Ja. Mit ihm werden wir jetzt beide mal telefonieren. Auf unsere Weise. Mit wem sprechen Sie da? Neugier ist keine Zier. Vorsicht, er wird Sie abknallen! Was machen Sie denn da? Sind Sie verrückt? Dann bringt Sie doch um! Geben Sie Deckung! Ihr meintes Herz! Der schießt doch! Ihr könnt jetzt zusammenfegen. Volle Deckung! Hätte sich wer kann! Wo liegt denn das Problem? Der lausige Automat will nichts ausspucken. Treten Sie mal leicht zur Seite. Um Gottes Willen! Emma! Sofort in mein Büro auf der Stelle! Was zum Teufel habe ich Ihnen über das Abfeuern von Schusswaffen in geschlossenen Räumen gesagt? Ich sollte mich in der Beziehung ein bisschen zurückhalten. Aber Sie haben diesen Wunsch nicht geschnallt. Nehmen Sie die alberne Sonnenbrille ab, wenn ich mit Ihnen rede. Welche Brille? Die auf Ihrer Nase, runter damit!
Ist so recht? Sie konnten nicht widerstehen. Sie mussten unbedingt heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit ein Gebäude in die Luft jagen. Da war die Obdachlosenzentrale drin, nicht wahr, Hammer? Na hören Sie, Verbrecher kann man nur bekämpfen, indem man einen Zahn härter rangeht als wie die. Boom! Das ist nun mal meine Methode. Migräne sucht mich wieder heim. Wird mir den Schädel sprengen. Captain, ich weiß, warum Sie laufend geplagt werden. Das wird an den oberen Wirbeln liegen. Das kann man mit ein paar chiropraktischen Griffen ändern. Das ist doch meine Rede. Hammer, Sie sadistischer, gemeingefährlicher, blutrünstiger Barbar! Haben Sie mich hergebeten, um mich mit Komplimenten zu überschütten? Nein! Haben Sie schon von der Tochter des Bürgermeisters gehört? Nein. Da, sie ist letzte Nacht entführt worden, aus ihrem wohlbehüteten Elternhaus. Hm. Und man hat Sie persönlich angefordert, um die Ermittlungen in diesem Fall zu leiten. Angefordert, wirklich? Von wem denn, Schönes? Na, von mir. Ich bin sehr beeindruckt von dem, was Sie da machen. Der Reisner hat mir da kürzlich erzählt, dass Sie von einem Verdächtigen Informationen bekommen haben, nachdem Sie ihn mit Ihrem Auto durch die halbe Stadt geschleift haben. Na, da übertreibt unser Freund. Die halbe Stadt, ich habe Ihnen nur über den Parkplatz geholfen. Also, verehrter Chef, ich finde diesen Mann überwältigend. Darf ich mir eine ins Gesicht stecken? Stecken Sie. Wenn Sie in meiner Gegenwart rauchen, wissen Sie, was Sie dann kriegen? Nein! Ein Pfefferminzkaugummi. Nach Ansicht des Bundesgesundheitsministers soll Rauchen Ihre Gesundheit gefährden. Lassen Sie doch den Blödsinn. Entschuldigen Sie bitte. Ja. Ah, Detective, darf ich Sie bitten, reinzutreten? Gentlemen, ich möchte Sie mit Dory Doro bekannt machen. Auf Ihrem Gebiet ist sie eine absolute Koryphäe. Eine Konifere? Na, hoffentlich nadelt sie hier drin nicht. Lassen Sie die Dummheit. Na, wenn Sie wollen. Nun mal zur Sache, Captain. Was ich über Terroristenpsychologie und Verteidigungstaktiken weiß, sollte nicht veralbert werden. Tja. Wir haben den Anruf des Informanten, wo der Zettel mit der Lösegeldforderung ist, mitgeschnitten. Es war die Stimme des Führers der getarnten Terroristengruppe AVON. Avon? Ich höre es klingeln. Aktionsvereinigung ohne Nullen, Mr. Hammer. Könnten wir bitte mal das Licht ausmachen? Natürlich. Der Revolver bleibt da, wo er ist. Das da ist das Markenzeichen des Vereins. Na, ich glaube, es spricht für sich selbst, nicht? Das ist der Führer der Gruppe, der entzückende Willard Luxley. Seine Eltern waren überzeugt, dass sie einen missratenen Sohn zur Welt bringen würden und haben ihn 3 Jahre vor der Geburt zur Adoption freigegeben. Das da ist Feliz Navidad, ein feuriger lateinamerikanischer Revolutionär, der illegal einreisen konnte, nachdem er sich als Julio Iglesias ausgegeben hatte. Als letztes präsentiere ich ein Altmitglied, Kurt Krugel. Ein besonders widerlicher Bursche. Er bekam 5 Jahre Einzelhaft, weil er sich an einem Hydranten vergangen hat. Außerdem wurde er wegen Beschmutzung von öffentlichen Gehwegen angeklagt. Darf ich um Licht bitten? Ich leuchte. Das reicht mir für den Anfang. Ich werde Kugel finden und ihn so lange in die Mangel nehmen, bis er mir verrät, wo sich die anderen beiden verstecken. Es ist mir völlig egal, wie Sie mangeln, Hammer. Hauptsache, Sie bringen mir mein Töchting zurück. Davon können Sie ausgehen, tot oder lebendig. Habe ich denn was an den Ohren? Sie sollen sie lebend wiederbringen, Hammer. Oh ja, natürlich, selbstverständlich lebend, Sir. Wie komme ich denn auf sowas? Ach, Sledge. Es war meine Idee, dass Sie und Doro, dass Sie beide als Team zusammenarbeiten. Für diesen speziellen Fall. Sie ist ein weibliches Wesen. Hm? Sie ist eine richtige Frau. Da gibt es doch gar keinen Zweifel. Ich arbeite nun mal mit einer Frau nicht zusammen. Sie würden sogar mit Pia Sadora zusammenarbeiten, wenn der Chef es verlangt. Ist das klar? Den einzigen Partner, den ich brauche, ist Amigo. Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen dieses Ding... Entschuldigung, Captain. Das war eine reine Reflexbewegung. Reflex? Höre ich recht? Nun ja. Kommen Sie, Kindchen. Gegen diesen Menschen sieht Rambo wie ein Gartenzwerg mit Zipfelmütze aus. Ich nehme an, dass Sie fahren wollen. Dann wollen wir uns mal nach Krugel umsehen. Jetzt hören Sie mal zu, Milady. Solange wir an einem Boot sitzen, sollten wir eins klarstellen. Ich bin hier derjenige. Ich bin hier der Macher. Nehmen Sie das gefälligst zur Kenntnis, klar? Ich jage die Kerle und ich werde sie auch erledigen. Comprehendo? Könnten Sie mal mit Ihrer pubertären Macho-Nummer aufhören? Entweder wir beide arbeiten zusammen oder Sie können sich jemand anderen suchen. Hilfe! Hilfe! Haltet den Kerl! Was ist denn? Das ist
Du Lümmel, du bist verhaftet. So, da haben Sie Ihr Täschchen zurück, Ma'am. Herzlichen Dank, Sir. Ist nichts rausgefallen, das wäre nicht so gut. Alles Gute. So, die Erde ist zwar Dreck gewöhnt, aber steh jetzt auf. Mach ich doch gleich. Hammer, was machen Sie denn da bloß? Ich werde jetzt diesem kleinen Al Capone in die Schnauze schlagen. Wir stehen direkt vor dem Rathaus. Soll denn der Bürgermeister auf den Balkon treten? Ist auch wieder richtig. Also, schleich dich, du Strolch. Danke. Das nächste Mal bist du dran. Treten Sie bitte zur Seite, Doro. Du wirst dir jetzt jemand vornehmen, der genauso groß ist wie du. Hau dir kräftig ein paar aufs Maul. Was? Hast du mich denn nicht verstanden? Du sollst dir ein paar in die Fresse hauen und das sofort. Na komm schon, nicht so lahm, sonst übernehme ich das. Dann fliegen dir die Vorderzähne raus. Da siehst du, das gefällt. Und jetzt deinen schönen Haken ein bisschen tiefer. Okay, Junge, ich esse heute ein bisschen zeitiger. Leg noch einen Zahn zu. In diesem Sinne, ja? Vertrauen Sie mir. Ich weiß meistens, was ich mache. Also gut, liebste Doro, dann wollen wir uns mal ins Getümmel stürzen und Krugel, diese schleimige Fettbacke, suchen. Eins müssen Sie sich merken, Klaus Erdmann, an der Börse wird nie gelogen. Sind Sie sicher, dass er hier ist? Natürlich, da steht sein Auto. Das ist ein Heim für Asphaltschwalben. Ich bin ja bei ihm. Das ist eine gefährliche Sache, die wir hier machen. Ich bin bei der Polizei und nicht im Mädchenpensionat. Verschwinden Sie, verschwinden Sie, verschwinden Sie! Also gut, sorgen Sie dafür, dass mir niemand in die Hacken tritt. Nicht doch so heftig! Ladies, husch, husch aufs Klo. Die Süßen sind extra aus Schweden eingeflogen. Okay, Tio Ventapator. Kommen Sie denn auch aus dem hohen Norden? Das erzähle ich Ihnen gelegentlich. Nun geben Sie mal Acht. Ich bin Polizist. Mein Name ist Sledgehammer. Sledgehammer? Komm, Freundchen, wir gehen jetzt gemeinsam aufs Revier. Wieso immer diese Eile? Ich muss mir erst meinen Lendenschutz umbinden. Das kann auch eine Unterhose sein. Könnten Sie sich vielleicht umdrehen? Bitte. Ich bin so gschamig. Mein Gott, was ist denn das? Okay, jetzt bin ich vorzeigbar, du stinkender Bulle. Hast du immer eine Kanone dabei, wenn du dich massieren lässt? Wie soll denn sonst ein Typ wie ich drei Bräute dazu überreden, Hand anzulegen? Also komm, schmeiß das Eisen beiseite. Schön langsam. Nein! Ich hab da einen Schuss gehört. Ja! Doro, diese extreme Schlagkraft habe ich Ihnen überhaupt nicht zugetraut. Es war ein schönes Erlebnis. Poesie in Bewegung. Oh, danke sehr. Ich habe die goldene Nahkampfspange nicht umsonst gekriegt. Könnten wir beide nicht mal in den Clinch gehen? Wie darf ich das verstehen? Sagen Sie mal, wer ist denn dieser Cowboy? Das ist dir der Hausmeister. Ein lieber Freund von mir. Lassen Sie uns schleunigst abhauen, bevor der aufwacht. Aha. Okay. Ich kann jetzt die Namen und Gehälter abrufen, die vom Bürgermeister bezahlt werden. Nee. Warum haben Sie Vorurteile gegen Computer? Weil ich durch einen Frau Gemahlin kennengelernt habe. Die von der Heiratsvermittlung hatten so einen... Sind Sie verheiratet, Helmer? Ich hatte das Unglück. Tja, sie ist vor 3 Jahren abgehauen, durchgebrannt mit so einem... degenerierten Typen vom Friedenskorps. Sie hat gemeint, er wäre sensibler als ich. Kaum vorstellbar. Wissen Sie, manche Frauen können es nicht ertragen, mit einem Polizisten verheiratet zu sein. Ich weiß nicht. Meine Frau Mutter hat immer gesagt, man soll sich überhaupt nicht mit Frauen einlassen. Meine Frau hat mir immer vorgeworfen, ich würde meine Arbeit mit nach Hause bringen. Sie hat das nie verstanden. Ich kann doch die Arbeit nicht im Büro lassen. Ich bin ein Polizist, ein Polizist. Der beste Polizist. Alle anderen sind Blindgänger. Ich kann mich nicht gehen lassen, nicht mal eine Minute. Hämmer, was haben Sie gerade? Also, ich will jetzt mal den Bürgermeister in die Brieftasche sehen. Ich wette mit Ihnen, dass der Täter aus dem engsten Familienkreis kommt.
Na, da bleibt nur die Frau des Bürgermeisters übrig. Was äußerst unwahrscheinlich ist, denn auch sie wird in dieser Stadt sehr geschätzt. Okay, sehen Sie sich das an. Mrs. Flambeau unterstützt alle Wohltätigkeitseinrichtungen. Ja, alle, bis auf meine Liebste. Und welche ist das? Spielzeugknauen für Kindergärten. Emma! 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 Was haben Sie wieder verzapft? Kurt Krugel knallt Ihnen eine Beschwerde vor den Latz, während wir hier dumm rumstehen. Was haben Sie dazu zu sagen? Captain Trunk, Emma hat es geschafft, eine wichtige Information zu bekommen. Halten Sie bloß Ihren Rand, Doro. Wenn Sie weiter den Quatsch dieser Saftnase verteidigen, mache ich Ihnen Feuer unter Ihren Hintern. Zur Seite. Oi. Tja. Die Frau muss das verraten haben. Was, Mrs. Flambeau? Genau, die Frau hat ihre unschuldige Tochter entführt. Ich glaube, ich sollte mal mit ihr plaudern. Hören Sie mal, lieber Hammer. Ihre Theorie scheint mir etwas abwegig zu sein, aber da ich Ihr Partner bin, werde ich Sie so gut wie möglich unterstützen. Ich werde mit Ihnen mitkommen, aber ich muss mich noch ein bisschen frisch machen. Machen Sie sich. Ich liebe dich, meine Kleine. Mit wem redest du, Kollege? Ach, nichts. Berufskrankheit, wie man es so macht. Naja. Meine Frau? Das ist absurd. Vertrauen Sie mir. Ich weiß, was ich tue. In die Handschellen, das tut mir leid, aber sie hat sich der Verhaftung widersetzt. Sie hat einen guten Kampfgeist, aber das wissen Sie ja selbst. Kampfgeist? Jack, du glaubst nicht, wie schmachvoll ich behandelt worden bin. Es geht mir nicht leicht über die Lippen, aber Ihre Frau ist ein intrigantes, verlogenes, nichtsnutziges, betrügerisches Miststück. Das ist mir schon seit Jahren bekannt. Aber für die Entführung ist sie nicht verantwortlich. Chef, suspendieren Sie diesen Dampfplauderer für den Rest seines verpfuschten Lebens. Augenblick mal, das verstehe ich nicht so recht. Eben habe ich einen Anruf der Kidnapper gekriegt. Aha. Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als aufzugeben, weil Sie dazwischen gepfuscht haben. Doron, ich möchte, dass Sie das Lösegeld dahin bringen. Moment doch mal, wer da auch immer hintrappt, der ist ein Todeskandidat. Lassen Sie mich das machen. Das ist natürlich eine fantastische Idee. Nein, das Letzte, was mir jetzt noch fehlt, ist eine Schießerei. Also raus mit Ihnen. Seien Sie vorsichtig, Doro. Ich verspreche es Ihnen. Ach ja. Hm? Ist da jemand? Traf an! Aber schön langsam. Die haben uns also eine Frau geschickt. Ein hübsches Mullemäuschen. Erst will ich sehen, dass Francine Flambeau in Sicherheit ist. Polizei! Na komm schon! Mach die Beine auseinander! Wird's bald. Wie geht es dir, Francine? Ich habe seit anderthalb Tagen nichts mehr gegessen. Und gestern habe ich Dallas versäumt. Unser Polizeihäschen ist ganz ohne erschienen. Erzählen Sie mir jetzt bloß nicht, dass Sie ein Opfer der Gesellschaft sind. Komplizen bei der eigenen Entführung. Wovon redest du denn, Tantchen? Als ich die Finanzen durchgesehen habe, bin ich auf das College gekommen, das Francine vor 4 Jahren besucht hat. Zur selben Zeit waren Sie auch da, Luxley. Meine Nase sagt mir, dass ihr euch kennt und liebt. Ich bewundere ihren Scharfsinn. Ich will ihm was sagen. Ich mag meinen Vater nicht. Ich will mit ihm nichts zu tun haben. Ich verabscheue ihn. Ich werde weggehen, zusammen mit meinem Liebsten, meinen Kameraden und 1 Million Dollar. Fabelhaft ausgedacht. Und bevor wir verschwinden, werde ich sie eigenhändig zum Schweigen bringen. Du würdest mich also für einen Koffer mit Papierschnipsel umbringen? Das gibt's doch nicht. Hier ist ja nur Konfetti drin. Oh.
Überraschung, die Party ist vorbei, ihr Blindgänger. Wer bist du denn, Kumpel? Ja, das wüsste ich auch gern. Und warum grinst du wie ein Kanten? Wieso? Weil ich für mein Leben gern schieße. Du bist schon fast tot, Mann. Unfälle passieren überall. Na los, Leute, bringen wir es hinter uns. Ich muss morgen früh zum Zahnarzt. Ah! Anna? Die Jacke habe ich gerade überholen lassen. Sauerei. Jetzt habe ich die Faxen dicke. Näschen hätte doch beinahe die Handgranate vergessen. Ja. Sag den Jungs einen schönen Gruß von mir. Und sie sollen nicht böse sein! Ich höre dich nicht! Hier muss die reinemache Frau morgen mit dem großen Besen an. Komm, ganz dickes und geriebenes. Na, was macht so ein kleines Mädchen mit so einem großen Revolver? Lass die Kanone fallen, oder sie sagt der Welt auf Wiedersehen. Tu, was du nicht lassen kannst. Mach ruhig das Fingerchen, komm. Dann drehen wir den Spieß um und du bist an der Reihe. Sie meint es ernst, Hammer. Davon bin ich überzeugt, Doro. Aber in so einem Fall zahlt die Polizeisterbekasse doch immer das Doppelte. Dann haben sie doch ausgesorgt. In Ordnung, Junge. Dann stoßen wir uns einen aus. Wirf die Kanone weg. Du kannst sowieso niemals eine Frau erschießen. Habe ich recht? Kann ich nicht. Ich bin ein Ladykiller. Durch und durch. Tut sehr weh. Kaschmirwolle, die schlecht behandelt wird, schlägt mir aufs Gemüt. Vererbung. Sie hatten eine gute Nase mir zu folgen. Das war nicht meine Nase. Das war meine Kanone. Oh, schusch, let's go. Ja. Vielen Dank, Sledge. Dieser Ton ist verdächtig. Meine eigene Tochter. Genau wie ihre Mutter. Eine Idiotin. Hm. Nichtsdestotrotz gratuliere ich Ihnen zu dieser sauberen Arbeit. Vielen Dank, aber ich kann das nicht für mich alleine in Anspruch nehmen. Doch, das kannst du. Detective Doro, in wenigen Minuten wird es mir ein großes Vergnügen sein, Ihnen die Beförderungsurkunde zu überreichen. Das ist nicht fair. Hören Sie auf, sich um Hammer Sorgen zu machen. Denken Sie jetzt mal an Ihre eigene Karriere. Ich danke Ihnen, Sir, aber ich lehne diese Beförderung ab. Was? Habe ich das denn eben richtig gehört? Der spricht eine aufrechte Sprache. Dann wollen wir mal, Partner. Doro, Sie haben noch nicht alle Tassen im Schrank. Das kann sein. Aber dafür ist der Schrank schön. Tja,